Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil SimCity Projekt Großstadt. Eine Menge Wolkenkratzer haben sich schon in der Stadt ja breit gemacht. Ich bin der Spotz und los geht's mit Teil 21. Ja, und in diesem Teil wird es wahrscheinlich darum gehen, entweder das große Krankenhaus oder die große Polizeistation hinzusetzen. So, jetzt wird hier wird ungefähr noch die Hälfte gefördert vom Spitzenwert, was möglich ist. Tja. Was ja im Moment alles zum Großprojekt fließt. Und ich glaube, so von der Stadtplanung her ist das ein guter Platz, zentral gelegen. Mal schauen, wie es mit der Verbrechensrate aussieht. 19 Verbrecher pro Tag und 9 Festnahmen. Das heißt vermutlich, dass 10 davon kommen. Und ja, da werde ich mich jetzt mal drum kümmern. Und zwar, indem ich einfach die schöne Ölquelle wegflexe. Abrissarbeiten am späten Nachmittag. Kamerateams sind vor Ort. Tja, was soll man machen? Manchmal muss einfach abgerissen werden. So, da sieht man auch noch schön die Bodenverschmutzung unten drunter, die sich dann mit der Zeit verringern wird. So, jetzt können wir hier eine schöne Straße ansetzen. Mal schauen, was die Abstände sagen. Ich nehme erstmal eine mittlere Dichte. Ah, das ist wieder hier. Aha. Gut. Das scheint ja vernünftig zu funktionieren. Und dann machen wir das auch gleich mal so. So, mal schauen, was die Ölausbeutung sagt. Ja, da hat auch die erste Ölquelle gute Arbeit geleistet und ordentlich was ausgepumpt. Ja, wenn ich das so sehe, die anderen Türme, nee, da können wir die Straße vernünftig durchziehen und dann geht das schon irgendwie. Gut. Oh, was ist das? 161 kranke Sims. Da werde ich wahrscheinlich doch erstmal die Klinik machen müssen. Die Behandlungskapazitäten sind halbwegs noch im Rahmen. Zu erweitern gibt es da auch nichts mehr. Also ist vielleicht doch die Klinik erstmal wichtiger. Ja, mal schauen, wie groß das ganze Ding ist. Wenn ich doch versuchen würde, die Polizei... Also der größte Teil der Stadt wird ja sicherlich dort drüben bleiben. Also werde ich auch näher rangehen. So, die Anbauten, naja, wenn die Ölquelle dann auch abgerissen wird, dann ist da eigentlich genug Platz für die Anbauten. Deswegen kann das Krankenhaus auch ziemlich genau hier an die Ecke ran. Ja, da scheint auch schon wieder Gras zu wachsen, wo mal früher die, wo kurz vor kurzem noch die Ölquelle war.
Gut, wunderbar. Dann geht es jetzt voran mit der Krankenversorgung und der Gesundheitsvorsorge. Ach, das Schild stelle ich später auf. Jetzt erstmal Krankenwagen komplett. Oder mal schauen, was hier an die. Gut, erstmal die Krankenwagen komplett. Sehr gut. So, was haben wir dann? Ein Wellnesszentrum reduziert die, naja, Krankheiten in der Stadt durch bessere Vorbeugung. Moment, was ist das hier? Tragen Sie Nachbarstädten zur Gesundheitsprävention bei? Ja, also ich glaube, das zählt aber auch in der Stadt selber. Wir machen erstmal auf jeden Fall von jedem. Notfallzentrum. Ah, das ist schon ein bisschen größer dann. Wie viel gehen da jetzt überhaupt rein? 50 Patienten Grundaufnahmekapazität. Also machen wir noch mal einen Patientenflügel dazu. Würde auch oben drauf gehen. Da kommen wir später vielleicht noch dazu. Dann ein Wellnesszentrum. Ja, dann setzen wir das doch gleich hier ran. So, was gibt es hier noch? Ach ja, das sind ja noch die Spezialsachen wegen der im Zusammenhang mit der Universität. Naja, wer weiß, was uns die Universität da noch für Sachen beschert. So, Notfallzentrum geht nur eins, so wie ich das sehe. Sollen wir das Notfallzentrum gleich in die Nähe vom schiefen Turm machen? So, da sind wir doch schon ganz gut ausgerüstet, glaube ich. Ach, ich packe einfach noch ein Patientenzimmerflügel dazu. Da brauchen wir uns nicht um irgendwelche Engpässe Gedanken machen. Und dann geht das schon. Ja, das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Wunderbar. So, da könnten wir auch gleich ein paar Wohnungen ausweisen, wenn ich das hier mal so sehe. So, ich glaube, Patientenzimmer, Flügel, die gehen vermutlich nur. Ach ja, zum Glück, da könnten wir noch alle aufstocken, ohne. Ja, und die Wellnesszentren, die gehen auch noch irgendwo daneben. Also da haben wir noch offensichtlich guten Platz. Genau, das Schild mache ich mal hier ran, gegenüber vom Casino. Das Krankenhausschild. Das ist doch eine gute Idee. So, die Nacht bricht an. Was haben wir noch, was wir machen könnten? Wie sieht es mit den Schülern aus? Oh ja, die Schülerzahlen, die gehen doch in die Höhe. Also wir brauchen auf jeden Fall, naja, mehr Einwohner bringt dann auch mehr Schüler. Gymnasium und Hochschule hatten auch Kapazitäten. Die Grundschule. Diese Grundschule ist ausgelastet und die andere hat noch Kapazität. So, ich glaube, wir können noch eine öffentliche Bushaltestelle verteilen an den neu entstehenden Wohnungen. Tja, mit den Zügen ist so eine Sache. Ich habe ja letztens festgestellt, das müsste wahrscheinlich Ende der letzten Aufnahme gewesen sein, dass sich hier die Züge manchmal sogar stauen. Und da werde ich möglicherweise hier einiges an Abrissarbeiten angehen, um die Gleise richtig ein bisschen weiter rein zu verlegen in die Stadt. Und dann dort einen Bahnhof zu setzen. Mal schauen, wir können ja mal schauen, was das Großprojekt macht, wie es da vorangeht. Naja, so hat jemand vielleicht noch eine Stadt übernommen? Nee, das sieht nicht so aus. Alle wursteln noch oder wursteln nicht mehr wie bisher.
Gut, beim Rohöl, na, fast 2/3. Und ja, schauen wir mal, was könnten wir denn hier mit den Gleisen noch machen? Ach nee, Gleise waren ja im anderen Menü. So, wenn ich die jetzt zum Beispiel hier durchziehe, ja, das kann man einfach drüber ziehen, dann fliegt das ausgewiesene Industriegebiet weg. Tja, ich könnte den ein bisschen reinziehen und dann erstmal hier platzieren. Na, ich glaube, da sind schon wieder ein paar Gebäude vergoren. Das sieht auch verlassen aus. Auch wenn da noch kein Symbol drüber blinkt. So, der Blick über das Gewerbegebiet, der sieht doch schon mal ganz, ja, schön aus. So kleine Hightech-Firmen. Ja, da tut sich einiges. So, wie geht es eigentlich dieser Firma hier unten? Ah, die dich abreißen will, für die läuft das Geschäft immer gut. Und die anderen, die wollen irgendwie nicht so richtig. So, mal schauen. Achso, dann müsste ich wahrscheinlich also auf einen Straßen. Ich zieh's jetzt einfach hier durch, was wir machen. So, die Straße können wir lassen hier erstmal, aber die hier oben wird weichen müssen. So, jetzt schauen wir mal, was der Bahnhof sagen würde, wenn wir den dorthin platzieren. Da sieht schon mal nicht schlecht aus. Könnte sogar halbwegs mit der Straßenanbindung klappen. Aber ich befürchte, da kommen wieder komische Kreuzungen und Ecken zustande. So. Na. Tja. Die Straße, die wir dann da anbinden müssen. Oder sollten. Ach, die kann ich auch vielleicht direkt zur Hauptstraße rüberziehen. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Dann werde ich das einfach mal machen. Ja, und wie gesagt, falls es nicht. Oh, Bürgermeister-Villa. Petition zum Bau genehmigt. Na, wenn ich einen Platz finde, dann kann ich vielleicht eine Villa bauen. So, wie sieht es aus mit der Straßenanbindung? Erstmal das formschöne Schild setzen. Aha. Oh, das scheint vernünftig zu klappen, aber dass immer bei am Bahnhof gleich so eine Kreuzung entstehen muss. Naja. Gut, dann nutze ich die Möglichkeit natürlich und schließe das mal so an. Bushaltestelle. Naja, kann nicht schaden. Ach, dann machen wir hier auch noch eine. Die paar Dinger. So, jetzt ist die Frage, ob ich den hier wegreiße. Aber darum ging es ja. Genau das wollte ich ja machen. Und dann kommt er erstmal hier weg, damit die Züge nicht so doll sich hier anstauen. Oh, ein großes Firmengebäude wieder.
Weggeflext. Gut, dann können wir jetzt eventuell auch mit der Straße das hier ein bisschen vernünftiger machen. Schauen, was sich da machen lässt. Naja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Nein, ich will da keine... ja doch, lassen wir einfach so. Industriegebiet ausweisen, naja. Gucken, wie sich das hier, wie das dann genutzt wird. Gut, das scheint auch. Ach, jetzt stehen die Züge auf der Straße noch rum. Ich will Brücken bauen, so wie in Transport Titan vor ewigen Jahren, als wir das alle noch spielten. Gut. Züge alle 13 Minuten, naja, das klappt schon. So, wir haben erstmal die Gesundheitsversorgung sichergestellt. Was hier? Ach ja, das Bürgermeisterhaus, Bürgermeistervilla. So, was bringt die ein? Erhöht die Grundstückspreise für die obere Einkommensschicht. Mhm. Oh, überall durchaus positive Stimmung, kann man sagen. Da fällt mir sofort wieder die Bildung ein. Naja, scheint auch halbwegs stabil zu sein. Mehr und mehr Studenten an der Uni. Und ja, wir nähern uns dem Ende des Teils bei leichtem Regenwetter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich wieder traditionsgemäß mit einer kleinen Kamerafahrt. Und zwar natürlich um das neue Krankenhaus. Ja, falls ihr Lust habt zu schauen, wie es weitergeht, dann sehen wir uns eventuell im nächsten Teil wieder. Bis dahin. Tschüss.